Bist du ein Maskenmuffel, bist du ein Nazi. So oder ungefähr so lautet das Erzählgrundmuster bislang. Die jüngste Großdemo in Berlin hat gezeigt, die Corona-Proteste nehmen eine neue, gefährliche Dimension an. Sie werden zunehmend bunt, hip und cool. Und sie erreichen langsam die sensibelste, weil die größte gesellschaftliche Gruppe, die Unpolitischen. Das stellt den Machtapparat und die ihm angeschlossenen Medienkanäle vor eine Herausforderung. Die alten Etikette treten immer stärker in einen Widerspruch zu der Realität, wie sie sich den menschlichen Sinnen präsentiert. Und wie soll man denn ausgerechnet zwei deutsche Top-Athleten mit Migrationshintergrund in die miefige Nazi-Schublade packen? Die Weitspringerin Alexandra Wester und den Basketballer Yoshiko Saibu. Die Vorzeigeprofis, Deutschlands Spitzensportler. Dazu noch verdammt gut aussehend. Eine irre schwere Aufgabe, sie verhässlichen zu müssen. Mein Lebensmotto ist, nichts ist unmöglich. Unsere Superweitspringerin und die neue Hoffnung der deutschen Leichtathletik. Das war gestern. Heute erklärt Bild, wie das Skandalpaar so tickt. Synchron mit dem Tagesspiegel. Und streut, Alexandra Wester war schon immer Gaga und hat Saibu quasi angesteckt. Dieser flog 3 Tage nach dem Auftritt des Paars bei der Massendemo aus dem Verein raus. Fristlos gekündigt, weil er nun die Mitspieler gefährde. Mich als Gefahr für den Verein darzustellen, ist einfach sowas von haltlos. Seit Monaten findet kein Teamtraining statt und es würde auch im weiteren Monat kein Teamtraining stattfinden. Ein Signal an alle Profisportler: Finger weg von unbequemer Meinungsäußerung, solange euch eure Karriere was wert ist. Sie ist sowieso kurz. Hätten Sie doch auf die Handballlegende Stefan Kretschmer hören sollen. Denn heutzutage ist die Gesellschaft so konstruiert, dass du für jeden Kommentar eins auf die Fresse kriegst. Also welcher Sportler äußert sich denn heute noch politisch? Es sei denn, es ist die Mainstream-politische Meinung, wo man sagt hat, okay, ich setze mich hier, wir sind bunt und Refugees welcome ein. Irgendwie, wo man gesellschaftlich eigentlich nichts falsch machen kann. Aber hat man eine einigermaßen kritische Meinung zu irgendwelchen Themen, auch vielleicht gesellschaftskritisch oder regierungskritisch, dann darf man das in dem Land auch nicht sagen. Natürlich kann man unter 20.000, wenn man die offiziellen Zahlen nimmt, immer welche finden, die ins Bild passen. Insbesondere, wenn man sie gezielt in der Menge sucht und dann noch beim Bildschnitt nachlegt. Statistisch soll jeder 4. Deutsche zwischen 18 und 79 Jahren verrückt sein. Der Zeitschrift Psychiatrische Praxis zufolge. Psychisch gestört, soll es natürlich korrekt heißen. Die Masken, wenn sie verkauft werden, da steht da hinten ein schönes Schreiben drauf, dass die weder gegen Viren noch gegen Bakterien schützen. Das Ganze ist ein Fake. Es gibt eine Menge Rechte, die eingeschrieben sind. Ja, aber und wer ist schuld daran? Also nicht das Coronavirus. Ein großes Konfliktpotenzial liegt auch in der Frage, wie rechts sind die Anti-Corona-Demonstranten. Eine Aggressivität, die Fachleute nicht überrascht. Und natürlich bekam Dunja Hayali vom ZDF beim Ausflug unter die Demonstranten ihre Dosis Lügenpresseköre pflichtmäßig vorgetragen. Und natürlich ließ einer ihrer Bodyguards den Dreh abbrechen. Es war zu gefährlich. Vielleicht gefährlich genug für eine Gefahrenzulage, wie bei der Berichterstattung aus Kriegsgebieten. Der Berliner Tiergarten ist ein Ort voller Gefahren. Hinterher befand sie die Umgebung dort als laut, vulgär und handgreiflich. Es sind 2 Grundlinien in der Berichterstattung über die Proteste deutlich erkennbar. Zum einen seien da schwachsinnige, verantwortungslose Corona-Leugner auf die Straße gegangen. Covidioten ist der neue Begriff. Zum anderen seien es nur wenige gewesen, eine Minderheit, die der Mehrheit ihre Meinung aufzwingen will. Bei der Suche nach passendem negativen Zettel wird die bunte Mischung der Demonstranten als rechtsoffen beschrieben. Rechts, ohnehin durch den inflationären Gebrauch stark abgelutscht, soll Glatzköpfe und Schreier suggerieren. Offen dagegen ist an sich positiv besetzt und beißt sich mit dem anderen Wortstamm. Es ist eine Mini-Schizophrenie innerhalb einer Vokabel. An der Teilnehmerzahl wird gezerrt und geschraubt, als gäbe es eine Quote, ab der eine Meinung was zählt. Von 800.000 sprechen die Demonstranten.
17.000 bis 20.000 gibt die Polizei an. Die sozialen Medien übernehmen die erste Zahl, die Massenmedien die zweite. Der Tagesschau-Faktenfinder schickt sich an, die angeblich hochgefakten Teilnehmerzahlen zu dekonstruieren. Seine Gegenbelege? Die Aussage des RBB-Reporters Olaf Sundermeier, der neben dem Zug stand, Menschen grob mitzählte und auf 12.000 kam. Später im Tiergarten seien es gut 20.000 gewesen, sagt er. Vielleicht mehr. Und da noch ein Link zum Online-Tool Map-Checking. Damit kam der Autor, Zitat, selbst bei großzügigen Berechnungen nicht auf eine deutlich höhere Zahl als 20.000. So viel für die Trockensubstanz. Weder die veranschlagte Dichte pro Quadratmeter noch die gemessene Fläche werden genannt. Ich meine, ich will diese Zahlen nicht falsch nennen. Ich habe dazu keine verlässlichen Belege. Aber was die Tagesschau hier als Faktenfindung vorgibt, ist mit Verlaub lächerlich. Und wenn es doch tatsächlich 20.000 gewesen sind, dann gibt es eigentlich gar keinen Grund für Sorge. Laut dem Robert-Koch-Institut liegt die aktuelle Corona-Infektionsrate in Deutschland bei 5,6 Fällen pro 100.000 Einwohner. Das ergibt rein statistisch genau 1,12 Corona-Infizierte unter den maskenfreien und abstandslosen Demonstranten. Damit dürfte das Spreading-Risiko überschaubar sein. Und ich wage zu behaupten, meine Methodik ist nicht minder wissenschaftlich als bei der Tagesschau.